Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs, wieder im wunderschönen Niedersachsen und diesmal sind wir in Emden. Und das alles seht ihr nach unserem Intro. Beginnen tun wir unsere Reise mit der Fähr- und Entsorgung. Genau, und zwar vom letzten Mal, genau. Wo wir noch in Neuharlinger Sihl waren, haben wir gedacht, wir müssen jetzt noch Fähr- und Entsorgung. Das geht direkt hier. Wir haben einen wunderbaren Platz direkt zu einem Binnenhafen, Innenhafen. So genau kennen wir uns ja hier noch nicht aus, deshalb müssen wir noch mal schauen. Mensch, wir sind ganz schön dunkel, aber hoffentlich geht das noch. Ja, wird schon gehen. Auf jeden Fall, wir machen jetzt Entsorgung, lief schon. Versorgung geht jetzt gerade los oder läuft jetzt. Und das ist Hammer. 50 Cent und dafür kriege ich so fast 100 Liter. Das finde ich sehr gut. So viel brauchen wir gar nicht. Ja. Ja, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen hier. Mal gucken, wie das so ist an dem Platz. Wir werden auch euch das ein bisschen zeigen. Und dann wollen wir ein bisschen durch Emden heute watscheln. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Und aber vorher gibt es wahrscheinlich eine Brotzeit. So ist das. Also wir haben die Brotzeit gut erfolgreich genossen. Hinter uns gebracht. Genau, du hast sogar ein bisschen Mett bekommen, obwohl das gar nicht haben sollte. Oh, lecker. Weil er wollte immer Mettbrötchen, aber haben wir gar keine Brötchen, ich verstehe es nicht. Ja, ich meinte auch Mettbrot. Schönes, frisches Brot mit lecker Mett. Oh, das war lecker. Genau, jetzt wollen wir ein bisschen durch Emden laufen. Nehmen nicht diese Kamera mit, dann nehmen wir was anderes, weil es doch teilweise immer wieder windig ist. Und das heißt, ihr bekommt im Endeffekt mehr Bilder, vielleicht noch ein bisschen bewegte Szenen. Bewegte, doch. Auf jeden Fall musikalisch hinterlegt. Und dann schauen wir mal, was Emden so kann. Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart, right? Wir sind wieder zurück von einem richtig tollen Fußmarsch, Spaziergang
Das Otto Hus ist leider zu für euch. Das hat so meistens Anfang Januar bis Ende März zu. Das heißt, da können wir jetzt euch keine Bilder präsentieren, außer von außen. Beziehungsweise das habt ihr ja schon gesehen. Ja, wir werden jetzt etwas machen, und zwar er schneidet, und zwar das Video, was ihr am Mittwoch schon gesehen habt. Und ja, vielleicht gehen wir heute essen. Obwohl wir Essen uns besorgt haben, werden wir wahrscheinlich dann trotzdem essen gehen. Ja, so haben wir vielleicht noch in der Woche noch was vom Essen, wenn wir es morgen kochen. Wir schauen einfach mal. So, du wirst jetzt entsprechend... Ich kümmere mich um Lithium. Genau, du kümmerst dich um das Video und ich werde einfach mal wieder ein Buch lesen. Fleißig waren wir. Jo, du wir hast für euch die Videos geschnitten, nämlich einmal Lithium. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Neuharlinger Sihl. Wir versuchen ja wirklich zeitnah immer die Videos rauszubringen, damit wir das nicht zu lange im Köcher haben. Weil es ist jetzt schön in Neuharlinger Sihl und es ist jetzt schön in Emden. Also es naja, genau, wir wollen das ja nicht im Sommer dann präsentieren. Ne? Weil im Sommer könnte es sein, dass es... Es ist auch schön, aber es ist natürlich auch sehr voll dann, genau. Genau, das muss man einfach wissen. Oh, das Licht da drüben. Hotel am Delft. Ja. Das werden wir dann mal ein Foto machen. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt eh noch ein bisschen gehen und dann werden wir euch noch ein paar schöne Impressionen einblenden von Emden im Dunkeln sozusagen. Beleuchtet natürlich. Und dann werden wir uns aufmachen zum Essen auch gleich. Genau, so ist nämlich der Plan. Griechisch soll es heute werden, weil wir hätten zwar, theoretisch könnten wir selber Essen machen, war ja auch der Plan. Aber wir wollten uns auch mal was gönnen, also von daher. Gerade weil, wenn wir schon getestet sind, wenn das ist zurzeit wirklich so ein irritierendes Ding. Mal ist es irgendwie 2G, dann ist es wieder 2G plus, dann ist ja. Es 2G geboostert und du musst dich trotzdem. Das ist, Problem ist, es wird auch gar nicht richtig kontrolliert. Manche sagen, nee, 2G plus, kontrollieren aber nur 2G. Also, wobei hier in Emden wurde tatsächlich richtig kontrolliert, ja. Also auch der Test, und wir haben wirklich Glück gehabt. Also wir haben den vorher gemacht. Also hier, das ist gar nicht mal, da ist ein Edeka hier die Straße runter. Ja, das war jetzt auch nicht das Riesenproblem. Und da haben wir jetzt einen Test gemacht und trotzdem, naja, man hat ja mit Menschen immer Kontakt. Das und Einzige, was mich da stört, ist bei diesen ganzen Tests, du musst dich in jeder blöden Teststelle anmelden. Das ist einfach, wenn du reist, ist das einfach nervig, weil du überall einen Account hast und boah. Ich weiß gar nicht, wie viele Accounts wir schon haben. Und das ist komisch, weil mit der Corona-Warn-App kann man das hinterlegen, dass man sagen kann, so, und damit kann man das einscannen und es gut ist. Dann hat aber bei den meisten Fällen überhaupt nicht funktioniert. Es funktioniert so gut wie gar nicht. Also das heißt, also wir können uns bald, also wir können jetzt sagen, wir können uns in Wilhelmshaven, wir können uns in Bremerhaven, wir können jetzt in Emden, wir können in Berlin, in Peine können wir. Mal gucken, wo wir uns demnächst noch überall testen lassen können, weil wir überall Accounts haben. Aber nervig ist das schon. Ja. Aber... Es ist halt so. Und wir lassen uns dadurch das Reisen nicht vermiesen. Also wenn ihr uns weiter damit ärgern wollt, dass wir uns testen lassen müssen, wir tun da trotzdem. Außerdem haben wir es eh bald geschafft, denn wir haben jetzt unseren Termin, unseren Booster-Termin ja schon bald. Genau. Nämlich nächste Woche. Das ist das Lustige. Oder eigentlich, nee, diese Woche ist es ja schon. Ha. Also für euch, damit ihr das so zeitlich auch, wenn das Auto lithiumtechnisch geboostert wird, kriegen wir auch unsere Booster einfach. Nämlich am Mittwoch. Stimmt, genau. Also das war aber auch schon, ne? Es ist klar. Ja. So, jetzt wollen wir aber langsam losgehen, damit wir die Abendstimmung einfangen. Und wir wollen euch noch ein bisschen was zeigen. Also, kommt mit! Best friend.
So, mein Lieblingswort in den Videos. Es war richtig lecker. Wir waren ja in der Olympiade, also wir haben nochmal Sport gemacht in der Disziplin Essen und Trinken. Stefan hat Platz 1 gemacht, weil er Essen und Trinken hatte. Ich hatte nur Platz 2, weil ich nur das Essen hatte. Und war richtig gut, war auch richtig schön, wenn wir schon mal den Test gemacht haben, dass wir auch gleich essen gehen. Natürlich brauchte man den Test dann nicht, aber das ist alles so obskurs und es ist so nervig. Was richtig nervig ist, ist, ihr möchtet nicht sehen, was der Mann da drin macht. Der treibt nur Dönecken, ja. Was nervig ist, noch eine dritte App. Wir kennen Lukas App, wir kennen die Corona-Warn-App und jetzt haben die noch eine dritte App, um sich zu registrieren. Das ist echt nervig. Wisst ihr? Keine Ahnung, wie sei es, ist auch völlig egal, weil so oft habe ich sie noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, sonst war es schön. Wir haben jetzt tatsächlich hier geschnitten, das heißt, das Video Neuharlinger Asyl haben wir in Emden fertig gemacht, damit ihr ungefähr mal wisst, wo wir was machen. Ja, und jetzt geht es ins Bett. Morgen wollen wir schauen, dass wir euch noch ein bisschen was aus der Hafengegend zeigen können. Und in diesem Sinne würden wir mal sagen, gute Nacht und bis morgen. Moin! Moin! Ja, guten Morgen aus Emden. Wir haben schon wieder, ich weiß nicht, wie spät wir es haben, da steht es gerade, 10.24 Uhr. Meine Jüte, würdet ihr sagen, ist das wieder spät. Ja, was verpasst ihr immer? Ihr verpasst, wie wir duschen, das wollt ihr eh nicht sehen, wie wir frühstücken, das habt ihr schon lange oft genug gesehen. Außerdem, gefühlt geht es um unseren Vlog, wo isst man wie am besten? Ja. Immer sind die Szenen, wir zeigen euch Natur, Essen. Also der Kreislauf des Fressens. Und der Scheißens. Das alles ist eigentlich dazu. Nur das zweite, dritte zeigen wir euch nicht. Die Transformation. Ne? So. Junge. Ich habe super geschlafen hier, war echt toll dafür, dass wir hier eigentlich direkt in der City sind. Der hat nicht so gut geschlafen, könnte aber auch am Vollmond gelegen haben. Da sind wir uns sehr uneinig. Wenn ich gut schlafe, schläft er nicht gut. Wenn er gut schläft, schlafe ich nicht gut. Das heißt, liebe Einbrecher, einer passt hier immer auf. Das bringt bei uns nichts einzubrechen, definitiv nicht. Außerdem würde ich sowieso wach werden. Ja, da wirst du wach. Das höre ich, garantiert. Ja, sonst werden wir euch gleich mal einen Schwenk hier über den Platz zeigen. Wie gesagt, ist ja alles hier, sind eigentlich Parkplätze mit Stromanschluss. Wir werden nochmal das Wasser ablassen hier auf jeden Fall. Das machst du jetzt nämlich gleich. Also das Abwasser sozusagen, das Grauwasser. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen umherfahren, wollen hier ein paar Sachen noch aufzeigen, wo man denn hinfahren kann, weil Emden selber ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Wollen uns auch selber was angucken noch, ne? Genau, weil wir waren jetzt hier, haben nur ein bisschen Innenstadt gesehen, das Otto-Hus war ja leider zu. Deshalb haben wir gesagt, fahren wir zu den Ottifanten, die sind nämlich immer da. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen was an, was so mit dem Wasser zu tun hat. Zur Umgebung hier von Emden und so. Also ein bisschen zeigen wir euch noch und das könnt ihr einfach auch nachmachen. Ihr müsst einfach was nur tun. Hierher kommen. Genau. Und jetzt heißt es Abmarsch. Leinen los. Ja, ihr habt gerade gesehen, wo wir lang gefahren sind. Irgendwie durch Gewerbegebiete. Wir dachten, wo landen wir denn hier? Wo haben sie denn die Ottifanten hin verbannt? Haben wir gedacht. Und wobei, wenn man sich das jetzt anschaut, was wir da jetzt gerade sehen. Ist eine schöne Gasse. Wir blenden euch das mal ein. Denn genau. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos. Ich zeig's mal so. Und ganz genau hier stehen sie. Ich zeig's dir mal ohne Stefan. Da stehen sie. Ottifant 1 und 2. Weiblich, männlich. Die knutschen, die beiden. Müssen wir das dann jetzt auch hier tun? Müssen alle, die da sind, knutschen? Wenn ja, machen wir ohne euch. So, auf jeden Fall schönes Gästchen hier, ganz alt, ja, wie man das so kennt. Gerade die Gasse sieht richtig toll aus. Also wenn es so aufgenommen worden ist, ja,
hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal herzufahren. Wenn es auch nur eine kurze Sache ist, bei den Ottifanten ist es ja nur eine Mini-Sache, aber trotzdem muss man gesehen haben. Ja, man kann bestimmt mit dem Rad hier auch gut herfahren, das ist kein Problem. Von da, wo man, wo wir gestanden haben, ist das ein Katzensprung. Das also, waren, glaube, ja, vielleicht 2-3 Kilometer. Nee, war ein bisschen mehr, war ein bisschen mehr. Ja, ich glaube so eigentlich 7 Kilometer, aber das ist, weil du auch mal Richtung Pudding fährst. Ja, mit dem Fahrrad kannst du mit quer dem Fahrrad durch. Oder mit einem E-Scooter. Das geht natürlich viel besser. So, wir schauen uns jetzt nochmal, wir machen jetzt nochmal Fotos hier mit den Elefanten und dann geht es weiter Richtung, ja, Nordsee wollen wir nochmal. Genau. Riecht ihr das auch? Es riecht nach Nordsee. Dabei sind wir noch nicht mal ansatzweise an der Nordsee. Ich muss ein bisschen korrigieren. Ich dachte ja, wir wären hier schon an der Nordsee. Nein, wir sind aber hier in der Emsmündung. Genau. Also einmal um die Kurve, das zeigen wir euch gleich, dann seid ihr auf einmal in der Nordsee. Auf jeden Fall hier fahren im Endeffekt die großen, ganz neuen Schiffe. Wenn sie nämlich aus Papenburg, halt auch die Klappe, der Vogelu, wenn sie aus Papenburg kommen, müssen sie nämlich genau da lang. Lang fahren. So, und das, was ihr da drüben erahnen könnt, was wir euch aber fotografieren werden, ja, das sind die Niederlande. So dicht ist man da dran. Ne? Da kann man fast rüberschwimmen. Naja, gut, doch, ein bisschen weit ist es schon noch, aber... Ein Bötchen, ich würde ein Bötchen nehmen. Genau, würde ja, ich auch bevorzugen. Ja, und das ist hier, Gott, ich habe es doch gerade fotografiert. Hast du das gemerkt, wie das Ding heißt? Also Knock ist klar, aber... Knock, Siel und Schöpfwerk. Genau, das ist... Der... werden ja das ganze Wasser dann ausgetüdelt, ne? Genau, das muss ja immer von der Landseite muss das Ganze ja dann wieder abfließen können und das macht man halt mit einem Siel- und Schöpfwerken immer wieder. Die Deichdurchbrüche sozusagen, ne, kontrolliert. Genau, so muss das dann immer wieder sein. Auf jeden Fall, es ist schon richtig schön. Campen ist hier verboten. Also du darfst zwar da mit dem Camper stehen und kannst dir das anschauen, aber es ist definitiv Campieren, also übernachten ist auf jeden Fall verboten. Aber das wollen wir ja hier eh nicht. Nö, wir müssen ja auch heute wieder nach Hause. Genau. Aber wir dachten uns wenigstens, wir wollten uns ein bisschen das hier anschauen, ein paar Impressionen einbauen, wo ihr ja auch hinfahren könntet. Genau, also wir zeigen euch jetzt ein paar Impressionen. An der großen Schleuse sind wir nun angekommen. Genau. Die befindet sich da. In Emden. Foto wird euch eingeblendet. Weil wir sind ein bisschen weiter weg, deshalb blenden wir immer ja gerne Fotos ein. Ja, das Schiffchen, was man da so durchahnen könnte, Foto wird eingeblendet, ist die City of Panam. Stimmt gar nicht, die City of Rotterdam. Ist das ein hässliches Schiff? Sieht aus wie ein U-Boot. Also ich finde es jetzt auch nicht sehr schön, aber gut. Also wir sind vielleicht durch Kreuzfahrtschiffe einfach ein bisschen angefixt, wobei es gibt auch so schöne, also selbst ein paar Containerschiffe sind schöner. Alter, das ist so hässlich. Bah! Ich habe schon gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwas konstruktiv bedingtes, dadurch, dass es vielleicht Autos transportiert oder sowas sein. Falls es jemand weiß, kann er ja mal in die Kommentare schreiben. Genau, warum sind solche Schiffe immer hässlich? Ja. So, dann kommt da hinten, das sieht, also wir sehen sie, das kann aber unsere Kamera nicht einblenden, das wird einfach zu schwierig. Ja, das ist in die Richtung auf jeden die Fall. Die Parana kommt dann nämlich und die kommt aus Santander.
Ist das nicht eine Bank? Habe ich auch gedacht gerade. Aus Spanien. Also würde ich mich mal nicht wundern, wenn da vielleicht so ein paar Seats drauf sind. Ne? Weil hier ist ja groß VW. Das kann durchaus sein, ja, ist richtig. Und ja, der Pilot fährt jetzt auch gerade los. Gerade just in dem Moment, wo wir hier filmen, fährt er los, haben wir extra arrangiert. Ein nur, Pilot, genau. Nur für euch. Ein Lotse. Ein Lotse auf Deutsch hab gesagt. Hast du Pilot gesagt? Pilote hast du gesagt. Wie die Gruppe, die Campinggruppe, also beziehungsweise der Hersteller Pilote. Nee, wäre ein bisschen unbequem. Also dieser Pilote ist nicht so ganz so schön. Ja, auf jeden Fall biegt da rein. Da sieht man so, wie die Fahrerin ist. Also es ist echt schon schön hier. Also man kann hier seine Zeit vertragen. Und es ist nicht so weit weg. Und hier gibt es sogar einen Wohnmobilstellplatz. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal durch Zufall sehen. Wenn nicht, findet ihr ihn auf Maps. Ihr findet ja den Park 4Night. Auf jeden Fall richtig cool. Und das habt ihr alles hier in der Nähe und ihr könnt alles mit Fahrrad erklimmen, ihr könnt mit... Man kann so schön am Deich lang, also das ist hier schon toll. Und selbst zu Fuß geht das eigentlich. Wir haben es gestern nicht gemacht, weil wir sind das erste Mal hier, wissen aber auf jeden Fall... Wir kommen wieder hierher. Genau, weil Ottis Leuchtturm, der war jetzt leider auf dem Hinweg, hätten wir machen sollen. Das haben wir jetzt... ein bisschen verpasst, naja, vielleicht das nächste Mal. Der interessiert mich dann doch schon. Wir sind ja an Rheinau vorbei und dachten, es wird alles nochmal wieder schön, ne? Ja. Diesmal werden wir was anders machen. Diesmal wissen wir, wann wo Rhein ist. So, wir werden noch ein bisschen was genießen. Nächster Haltepunkt für uns ist das Ems-Sperrwerk. Richtig, das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Genau, damit soll es nämlich dann auch zu Ende sein mit diesem Vlog. Aber wie gesagt, erst wenn wir da sind. Und ja. In der Zeit seht ihr eingeblendete Szenen wieder, was wir hier so gemacht haben. Und vielleicht auch nochmal eine Fahrszene. Wir wissen es aber nicht. Genau. Angekommen sind wir am Sperrwerk und wir haben uns jetzt gesagt, wir machen erstmal eine Brotzeit, bevor wir uns das hier alles einmal anschauen. Genau, bevor wir uns von euch verabschieden, brauchen wir nochmal Stärkung. Und wir haben ein neues Souvenir hier drin. Ne? Unser Leuchtturm. Genau, den Westerhever haben wir gedacht, ach, das ist niedlich, den machen wir jetzt hier hin. Da müssen wir noch gucken, wie wir den festmachen. Ja, ich muss sowieso nochmal Magnete besorgen, wir wollten nochmal... Klettposten. Magnete und Halterung für den Router wollte ich nämlich organisieren. Genau. Für meine Eltern noch auch noch eine Halterung für die Boxer. Genau. Also es wird weiterhin viel eingekauft bei uns, wie ihr merkt. Ja. Wie das überall so ist, glaube ich. Wir sind ja alle Camper, wir kaufen da auch eine ganze Menge Schrott manchmal. Wieso Schrott? Alles ja, gut, alles Nützliches, aber. Ne, das ist auch kein Schrott, da haben wir geheiratet. Ne? Ja, ja, genau. Also sagt das mal nicht. Mhm. So, wir lassen es jetzt gut gehen und dann werden wir zum Sperrwerk gehen. Es ist ja der Kreuzfahrtweg. Papenburg, momentan ist aber kein Schiff geplant, also nicht, dass ihr denkt, dass da irgendwas kommt. Ja, und dann lassen wir uns mal genau einfach überraschen, was wir so sehen werden hier. Waren nochmal schöne Bilder vom Ems-Sperrwerk. Ich will immer Eider-Sperrwerk sagen, aber das nein, ist nochmal ganz woanders. Ems-Sperrwerk, genau. Ja, und mit, war schön hier.
genau, war richtig schön und damit endet unterwegs in Niedersachsen Emden, also die Folge Emden. Und wir können sagen, wir kommen wieder. Auf jeden Fall, Emden sieht uns wieder und es ist auch sehr empfehlenswert hier. Genau, und es gibt zig Stellplätze. Wir haben jetzt den anderen nicht mehr angefahren, aber der ist auch noch mitten im Hafen und wir haben noch Campingplätze. Also für euch Wohnmobilisten ist viel getan, aber selbst wenn... Da war ja auch ein schönes Hotel gegenüber von dem. Also wer nicht mit dem Hotel unterwegs sein möchte, der auch kann das auch machen. Mhm. Und wir müssen ja auf jeden Fall nochmal zurück, weil das Otto-Hus war zu. Da wollen wir ja rein. Ja. Und wir wollen natürlich zum Pilsumer, glaube ich, heißt das. Pilsumer Leuchtturm, das ist nämlich der Otto-Leuchtturm. Genau, der. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Das wollen wir auch mal gesehen haben. Deshalb kommen wir nochmal wieder. Wir wissen aber nicht, wann. Ja. Dann heißt es am Schluss wieder, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert. Ist ja auch eingeblendet. Dann folgt uns auf Instagram und Facebook. Genau, da seht ihr immer tagesaktuelle Folgen, also wo wir gerade unterwegs sind. Genau, da könnt ihr also tagesaktuell verfolgen. Also ihr wisst also schon, wo was wir erlebt haben, weil ihr uns auf Instagram folgt. Ja, und wenn das nicht macht, ja, dann ist das halt so. Können wir auch nicht ändern. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, allzeit gute Fahrt und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.